Hey Leute aus Lübeck, ich bin ja über Weihnachten hier bei meiner Familie und wer mich schon wirklich sehr lange verfolgt, der weiß, dass ich früher immer meine Videos, meine Dänastage hier in diesem Wald gemacht habe. Ich bin immer hier längs gelaufen und habe ganz ehrlich mit euch über, was mich auch immer damals beschäftigt hat, gesprochen. Und das möchte ich heute auch wieder machen, das möchte ich ausnutzen, noch einmal hier in den Wald reinzugehen, auch wenn es schon langsam ein bisschen dunkel wird. Aber ich finde es einfach ein ganz cooles Element, dass man hier so längs läuft und nicht einfach one take hier mit euch ganz ehrlich spreche. Und ich möchte mit euch über 2018 sprechen, über all das, was dieses Jahr passiert ist und auch die Veränderungen für nächstes Jahr, die zum größten Teil eben in diesem Jahr 2018 angefangen haben. Ich habe mir dieses Jahr so viele Gedanken gemacht über viele Sachen und nicht unbedingt Sachen umgesetzt. Und das stört mich zum einen, aber ich hatte nicht die Zeit, wirklich Sachen umzusetzen, weil ich auch so viel gemacht habe einfach dieses Jahr. Also das ist einfach krass, wenn man sich mal überlegt, was für mich dieses Jahr passiert ist, wo ich überall auf der Welt war. Allein meine Fairtrade-Reisen, denen wir in Südamerika waren, in Afrika, in Asien, in Indien. Und dann gleichzeitig auch noch meine Rennsaison begonnen hat. Und zwar meine erste semi-professionelle Rennsaison. In der, also in einem Umfeld, in dem auch teilweise professionelle Rennfahrer unterwegs sind, in der Europameisterschaft eben, wo ich mit McLaren dieses Jahr gefahren bin und wirklich mein Traum vom Rennfahrer-Dasein, der hat ja 2017 angefangen mit KTM, aber dieses Jahr habe ich so richtig gesehen, yo, es geht wirklich. Ich fahre nicht nur irgendwo da bei KTM mit, wo halt man sich einfach einkaufen kann und fährst halt einfach da mal und wenn du halt hinten landest, egal, sondern das ist jetzt eine ernstzunehmende Serie, in der ich da fahre mit einem richtig guten Team und ich habe so viele beeindruckende Menschen dieses Jahr auch kennenlernen dürfen und zu großen Teilen auch durch das Racing eben. Also Wahnsinn, was ich da alles erleben durfte. Dann habe ich dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben, zum ersten Mal in meiner YouTube-Zeit, wirklich fast ein ganzes Jahr lang komplett mit einer Person mit den Videos zusammengearbeitet und zwar eben mit Paul. Ich habe ja erst 2017 angefangen, überhaupt nicht mehr alles komplett alleine zu machen, sondern da war dann für einige Monate, ich glaube für knapp ein halbes Jahr, war Philipp dabei. Der ursprünglich eben zur ersten Rennsaison kam und dann auch noch ein paar andere Sachen gemacht hat, bis er dann mit mir zusammen teilweise jeden Tag ein Video irgendwann gemacht hat. Aber das ist eben ein halbes Jahr und schon was ganz Neues für mich und jetzt hatte ich ein Jahr lang Paul und auch was Paul angeht, da wird es auch demnächst noch ein Video zu geben, weil sich da auch was ändern wird, aber das ist dann noch ein eigenes Video. Aber das sind eben viele Sachen, die ich dann auch gelernt habe dieses Jahr, die man nur lernen kann, wenn man all das macht. Ihr wisst ja, ich habe mit YouTube angefangen, als ich 16 war, 2011. Und also, das ist einfach Wahnsinn, wie sich alles entwickelt hat. Sachen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie passieren. Als ich schon auf YouTube mehrere 10.000 Abonnenten hatte und durch genau diesen Wald hier gelaufen bin, auch damals wusste ich nicht, zu was sich das entwickelt, dass ich nochmal 5-6 Jahre später immer noch durch diesen Wald hier nochmal laufen werde und zurückblicken kann auf die Zeit mit YouTube, was da alles passiert ist, was alles für Möglichkeiten sich mir eröffnet haben, in welche Teile der Welt ich reisen durfte. Aber trotz dieses beeindruckenden Lebens, was ich führen darf, trotz der ganzen besonderen Möglichkeiten, die ich habe, trotz solcher Dinge, wie ihr habt vielleicht mein letztes Video gesehen, krassen Autos, die ich privat fahren darf, Rennwagen, die ich fahren darf, trotz dessen, das heißt auch alles nicht, dass man wirklich 100% glücklich und zufrieden mit seinem Leben ist. Und ich meine, das ist jetzt eine Binsenweisheit, ja, auch jeglicher Erfolg und irgendwie Geld oder so macht einen nicht glücklich, sondern ermöglicht einen immer noch andere Dinge zu tun. Und gerade wenn man vielleicht noch jünger ist und sich denkt, ah, hätte ich jetzt nur das Geld, was der und der hat, dann könnte ich das und das machen und dann wäre ich ja glücklich, dann wäre ja alles gut. So, das ist halt Unsinn, sondern Geld ist, glaube ich, das habe ich auf jeden Fall auch gelernt, macht so einen kleinen Teil vom Glücklichsein aus. Klar, wenn man das Geld hat, dass man sich nicht Sorgen darüber machen muss, ob man sein Essen kaufen kann und sich ein ordentliches Zuhause, eine ordentliche Wohnung irgendwie miettechnisch bezahlen kann. So, das ist einfach gut, wenn man nicht diesen Druck hat, dass man irgendwie jedes Mal kurz vor der Pleite steht und am Monatsende kein Geld mehr hat. Klar, diesen Grundstein zu haben, dass man in seinen Umständen, sag ich mal, halbwegs entspannt leben kann, da macht Geld irgendwie noch aus, ob man glücklicher ist oder nicht. Aber dass man wirklich zufrieden und glücklich ist mit seinem Leben, das hängt, glaube ich, vor allem davon ab, dass man mit seinen täglichen Sachen, die man macht, dass man mit denen zufrieden ist, dass man sich abends denkt, yo,
geil, wieder was gemacht habe. Aber nicht nur abends falsch, dass man sich tagsüber, während man die Sachen macht, sich denkt, geil. Und es ist kein Dauerzustand so. Das ist für jeden, ist es auch immer, jeder hat seine, in jedem Job, selbst in den geilsten Jobs der Welt, selbst wenn du Profifußballer bist und das liebst oder Musiker, der auf Welttournee geht und das eigentlich liebst, auch da hast du wieder Punkte, wo du dir denkst, oh scheiße, ich habe jetzt ja gar keinen Bock drauf gerade. Das gibt es in jedem Abschnitt, egal was du gerade machst. Und auch wenn du irgendwie, sag ich mal, einen ganz normalen Job hast, wenn du vielleicht zum Beispiel Maurer bist irgendwo, dann gibt es auch Momente, wo du denkst, ist scheiße. Aber da gibt es auch Momente, wo es geil ist, wo du gerade irgendwie so ein neues, krasses Haus zusammen maurerst und irgendwie auf der Baustelle irgendwo weit oben sitzt und das siehst und denkst, ja, ist geil, ich bin hier mit meinen geilen Kollegen zusammen, so, wir haben voll viel Spaß und bauen jetzt hier was Fettes. Es ist in jedem Bereich, egal ob du Landwirt bist oder ob du in irgendeiner kleinen Bank auf dem Land arbeitest und da sitzt, aber da irgendwie ein älteres Ehepaar reinkommt und du denen irgendwie hilfst mit denen, weil sie ihrem Enkel eine Freude machen wollen und du hilfst ihnen so finanziell, wie man das irgendwie alles machen kann und so weiter. Das ist einfach so, in jedem Bereich kannst du glücklich sein und nicht glücklich sein und das hängt nicht vom Beruf ab, das hängt nicht vom Geld ab, sondern es hängt von der persönlichen Einstellung ab und wie man vielleicht so kleine Variablen für sich selbst regelt. Und das ist, glaube ich, für mich dieses Jahr einfach ein großes Thema gewesen, wo ich viel nachgedacht habe. Wo ich dachte, ich muss Sachen ändern, wo ich mir neue Formate überlegt habe, weil ich liebe YouTube, ich liebe es, das zu machen, was ich gerade mache. Es ist mega cool, dass ich so frei bin in dem, was ich auch jobmäßig tue. Aber natürlich auch, wenn ich eigentlich frei bin, in Anführungszeichen, weil ich jetzt kein Boss habe, sondern ich bin mein eigener Boss. Trotzdem habe ich halt den Druck, yo, was ich jetzt hier mache und hochlade auf YouTube, das muss den Leuten halt auch gefallen, weil sonst ist das Ding ja auch irgendwann vorbei und ich möchte es ja weitermachen. Ich finde es ja cool und das ist schon so ein Druck, der immer da ist, dem man dann irgendwie entsprechen muss. Und deswegen habe ich mir halt viele Gedanken gemacht, aber manches danach doch wieder nicht umgesetzt, weil ich mir nicht sicher war, ach, nachher gefällt es den Leuten nicht oder vielleicht gefällt es mir selbst auch einfach gar nicht und das kriege ich doch zeitlich auch gar nicht hin. Zum Beispiel die Idee meiner Live-Show, die ich im Sommer hatte oder jetzt im Dezember, wo ich dachte, ich mache jeden Tag wollte ich ein anderes, komplett anderes Video machen und zwar kein Vlog, sondern irgendwas. Ich wollte selbst ein Reaction-Video machen, was ich jetzt nicht gemacht habe, weil ich mir eben auch dachte, oh nee, ich habe eigentlich finde ich Reaction-Videos einfach nicht cool und eigentlich will ich das nicht machen. Nichts gegen Leute, die das machen, so, aber es ist einfach für mich nicht so ein Ding, was ich gerne machen möchte. Und das sind einfach viele Sachen, die ich immer wieder verworfen habe, immer wieder nicht gemacht habe. Aber das alles rührt halt vor allem daher, dass ich nicht mehr zufrieden mit vielen meiner Vlogs war. Und ich mache das nicht, weil ich mir denke, oh, ich möchte mehr Geld verdienen oder so. Wenn ich jetzt dann irgendwie noch so solche Videos mache, kann ich irgendwie das noch mehr machen oder so. Sondern es geht, ich bin Gott sei Dank in der Situation, wo ich sehr glücklich und sehr zufrieden sein kann, auch mit den finanziellen Umständen, in denen ich bin. Und dass ich mir da nicht so viele Gedanken und so viele Sorgen drum machen muss, sondern relativ frei mich eben entscheiden kann, was ich mache. Davon ausgehend vor allem, was ich halt selbst irgendwie möchte, womit ich selbst zufrieden bin. Und ich möchte eben zufrieden damit sein, was ich erschaffe, was ich hier mit solchen Videos mache. Womit man mich auch identifiziert, wenn man denkt, ah, Felix von der Laden, der macht ja YouTube und der macht das und das. Und wenn man an dieses das und das denkt, was der da macht, das soll was Cooles sein. Und wir haben letztens auch, das ist jetzt sehr ein Ramble-Video hier, aber es ist auch sehr oldschool. Also so habe ich früher meine Dänerstage hier im Wald auch gemacht. Und wir sind so weit gelaufen, dass wir auch wieder aufs Feld drauf gekommen sind, was ich früher auch immer geschafft habe, wenn ich zu lange geredet habe. Ja, irgendwann ist der Wald vorbei und dann kommt man hier auf ein großes Feld drauf. Schön häufig auch mit ordentlichen Nebelfragen und hier können wir jetzt auch noch weiterlaufen. Ich habe letztens Kai Flaume getroffen, der hat uns im Pop-Up-Store in Köln besucht. Und der hat auch zum Beispiel seine Herzensprojekte. Der hat jetzt gerade eine richtig schöne Doku gehabt, die im ersten lief, wo er über 100-Jährige besucht hat und da einfach richtig schönes Fernsehen so gemacht hat. Und das sind einfach Sachen, glaube ich, ich kann es jetzt nicht 100% genau für ihn sagen, aber wo ich für mich denke, das sind einfach Sachen, womit man, auf die man stolz sein kann, wo man denkt, da stecke ich richtig mein Herzblut rein. So, das finde ich richtig cool, was ich hier mache. Und solche Sachen braucht man einfach. Und dass man, das ist eben auch für mich auf YouTube so das Ding, dass ich einfach, ich möchte, dass wenn die Leute, wenn die an Kai Flaume zum Beispiel denken sie halt jetzt daran, das hat er gerade gemacht und das war eine richtig tolle, beeindruckende Sache, cool. Und ich möchte, dass wenn ich selbst oder wenn andere Leute an Felix von der Laden denken, dass da cooler Content hintersteckt. Und das ist so mein Struggle, dass ich dann häufig denke, ah, aber das ist nicht gut genug und dafür möchte ich nicht stehen und so weiter. Und die Zufriedenheit einfach häufig für mich dieses Jahr nie so 100% da war. Immer wieder einzeln, ja, aber nie so komplett 100%.
und ich auch nicht genau wusste, wie ich es ändern kann und dann viele Ideen hatte, aber nichts durchgezogen habe. Und das möchte ich für 2019 einfach machen. Ich möchte für 2019 ein paar Schalter umlegen und Sachen mal radikal für mich neu denken wieder. Und das wird interessant, was dabei rauskommt. Und da wird auch, wie ich arbeite und wie ich meine Videos mache, wird sich einiges umstellen eben. Ich habe es auch gerade eben schon angedeutet, da kommt auch noch mal ein extra Video zu. Aber ich freue mich drauf, das alles mal ein bisschen neu zu machen wieder. Ein bisschen anders zu denken. Und ich hoffe, dass ihr da auch gespannt drauf seid und mich da unterstützen werdet. Und wenn es euch gefällt, vielleicht findet ihr es dann auch scheiße, dann sagt mir das dann auch so. Aber jetzt wisst ihr auch noch nicht was, ja. Aber wenn es soweit ist, so, dann sagt mir, wenn ihr es kacke findet oder wenn ihr es gut findet. Und dann mal schauen. Das ist einfach mein Ziel, wieder noch mehr glücklicher damit mit allem wieder zu sein. Und das ist mein großes Ziel für 2019. Das möchte ich durchziehen. Womit genau, erfahrt ihr dann noch. Aber ja, das sind so ein bisschen meine Weihnachtsgedanken, Weihnachtsspaziergang-Gedanken hier zwischen den Jahren, die ich mit euch einfach nochmal hier teilen wollte auf meinem alten Laber-Redeweg, wenn ich Videos mache. Habe ich euch nochmal hier ganz oldschool mitgenommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, drückt dann oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin auch schon dabei, wieder ein richtig fettes Best-of zu machen von 2018, so wie letztes Jahr. Weil, Leute, es ist so viel dieses Jahr passiert. Das Video wird, glaube ich, fett. Ich habe schon eine ganz coole Musik dafür gefunden. Also, es war jetzt nicht so, dass dieses Jahr total unzufrieden war, sondern es ist richtig viele, richtig krasse, geile Sachen passiert. Aber es ist an der Zeit jetzt, was zu ändern, was anders zu machen, damit es auch dabei bleibt, dass ich auch in Zukunft wieder voll zufrieden dabei bin. Und ich habe die Chance, das so zu machen, wie ich möchte, also muss ich auch durchziehen und jetzt nicht weiter labern, Leute. Das war's für heute. Ich gehe zurück zu meiner Familie. Wir haben noch ein paar Stunden heute, bevor es eben zurück nach Köln geht. Und da sehen wir uns wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao.